So, nun ist mir eine besondere Ehre und Freude, unsere zweite, nicht unsere, ich bin ja aus einer anderen Gemeinde, aber die zweite Bürgermeisterin unserer Gastgemeinde zu begrüßen. Sie wird ein paar Worte an uns richten und ich denke, es ist eine sehr schöne Geste von ihr, dass sie sich die Zeit genommen hat, zu uns zu sprechen. Frau Motto, lange bitte. Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 14. Bienenkongresses, im Namen des Gemeinderats der Gemeinde Ottobrunn und des ersten Bürgermeisters Thomas Loderer, der heute leider einen anderen Termin hat, aber auch ganz persönlich heiße ich Sie in unserer Gemeinde herzlich willkommen. Ich freue mich sehr und es ehrt uns und unsere Gemeinde, dass Sie Ottobrunn als Veranstaltungsort für diesen internationalen Kongress gewählt haben. Ottobrunn vor den Toren der Landeshauptstadt München liegt mit über 20.000 Einwohnern auf einer Fläche von nur 5,24 Quadratkilometern, bezogen auf die Besiedlungsdichte in Deutschland an dritter Stelle und ist die jüngste Gemeinde im Landkreis München. Sie wurde am 1. April 1955 gegründet. Zuvor gehörte Ottobrunn politisch zur Nachbargemeinde Unterhaching. Als Wirtschaftsstandort mit Tradition und Zukunft ist Ottobrunn eng mit dem Aufstieg Bayerns zum europäischen Zentrum der Luft- und Raumfahrt verbunden. Insbesondere die Firma MBB, Messerschmitt, Bölkow, Blohm, und die nacheinander daraus hervorgegangenen Firmen Daimler Aerospace und European Aeronautic Defense and Space Company, EADS, haben unsere Gemeinde weltweit als Hochtechnologiestandort bekannt gemacht. Namhafte Unternehmen aus den zukunftsträchtigen Clustern Luft- und Raumfahrt, Energie, Sicherheit sowie Satellitenkommunikation wie die IABG, EADS mit ihren Töchtern Astrium und Eurocopter oder TE Connectivity haben in der Gemeinde ihre Standorte. Am Drehkreuz zwischen Flughafen, Alpenraum und der Weltstadt München gelegen, stellt Ottobrunn dank seiner verkehrsgünstigen Lage mit dem Anschluss an die Autobahnen A8 und A99 eine attraktive Geschäftsadresse dar. Eine eigene S-Bahn-Haltestelle und ein gut ausgebautes und ständig optimiertes Busnetz gewähren eine schnelle Verbindung zur Landeshauptstadt und zu den Nachbargemeinden und natürlich auch ab nächster Woche zum weltgrößten Volksfest, dem Oktoberfest. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch historisch hat Ottobrunn einen besonderen Stellenwert. Leitet sich doch der Ortsname von König Otto von Griechenland ab, dem zweitältesten Sohn des bayerischen Königs Ludwigs I. Otto wurde im Jahr 1832 als 17-Jähriger zum ersten König des 1830 neu gegründeten Staates Griechenland gewählt und blieb es bis 1862. Begleitet von seinem Hofstaat und zahlreichen bayerischen Soldaten, heute würde man vielleicht Friedenstruppen dazu sagen, kam Otto auf seinem Weg nach Griechenland auch durch das heutige Ottobrunn und verabschiedete sich beim Kilometerstein 12 an der Rosenheimer Landstraße von seinem Vater. Daran erinnert die dort 1834 errichtete dorische Otto-Säule, die auch unser Gemeindewappen ziert. Ottos Regentschaft schuf die administrativen Grundlagen des modernen Griechenlands. Auch die griechische Gesetzgebung orientierte sich an deutschen Vorbildern. Selbst das bayerische Reinheitsgebot für Bier war in Griechenland gültig. Seit mehr als 30 Jahren verbindet uns mit der griechischen Hafenstadt Nauplia, die zum Zeitpunkt von Ottos Ankunft noch griechische Hauptstadt war, eine gut gepflegte Städtepartnerschaft. Und eine kleine persönliche Anmerkung, wenn Sie Zeit haben sollten,
besuchen Sie doch unser kleines, aber feines König Otto von Griechenland Museum nebenan im Rathaus und lassen Sie sich von den außergewöhnlichen Exponaten überraschen. Otto Brunn verbindet die Vorteile der Nähe zur Großstadt mit der Wohn- und Lebensqualität einer Gartenstadt. Das 1986 fertiggestellte Wolf-Ferrari-Haus, das Sie als Ihren Veranstaltungsort gewählt haben, steht als Kultur- und Veranstaltungszentrum für ein abwechslungsreiches und niveauvolles Programm und ist als Tagungsstätte bei Unternehmen und Institutionen sehr beliebt. Der Namensgeber dieses Bürger- und Kulturhauses, der deutsch-italienische Komponist Ermanno Wolf-Ferrari, der von 1876 bis 1948 lebte, wohnte viele Jahre hier in Ottobrunn. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meiner kurzen Vorstellung unsere Gemeinde etwas näher bringen. In der Hoffnung, dass Sie sich hier wohlfühlen, wünsche ich Ihrem Kongress einen guten Verlauf und würde mich freuen, Sie vielleicht eines Tages hier wieder begrüßen zu dürfen. Dankeschön. Applaus